Herr Professor Isfort, Sie haben einige wichtige Botschaften gerade auf der Altenhilfetagung des Caritasverbandes für die Diözese Osnabrück gegeben. Ich möchte da drei Fragen stellen an Ihren beeindruckenden Vortrag. Denn in der Öffentlichkeit gehen wichtige Botschaften oft unter, die das Bild des Pflegeberufs prägen. Wie haben sich die Beschäftigtenzahlen in den letzten 3 Jahren, auch unter der Bedingung der Pandemie, entwickelt? Also die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist sowohl im Bereich der Altenpflegenden als auch im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflegenden weiter gestiegen. Wir beobachten seit Jahren einen Anstieg. Also die positive Nachricht ist, wir hatten noch nie so viele Pflegekräfte in Deutschland tätig, wie wir sie zum jetzigen Zeitpunkt tätig haben. Und das ist eine Entwicklung, die wir beobachten und wo Corona keinen nachhaltigen Gegeneffekt hatte. Sagen die Zahlen, die Ihnen vorliegen, etwas darüber aus, ob junge Menschen den Pflegeberuf interessant finden, obwohl ja viel auch von der Mühe gesprochen wird des Berufes? Es wird viel von der Mühe gesprochen, das ist auch richtig. Also man darf das auch nicht trivialisieren, aber auch die Ausbildungszahlen, das sind ja jetzt amtliche Statistiken, die Ausbildungszahlen sind auch in den letzten 2 Jahren jedenfalls nochmal deutlich gestiegen, sodass man momentan sagen kann, es waren 2021 über 100.000 Menschen insgesamt in pflegerischer Ausbildung. Das ist eine gigantische Zahl. Wie sich das in Zukunft verhalten wird, das ist die spannende Frage. Mhm. Momentan haben wir eher einen Run auf Pflegeberufe, unter anderem, weil es ein sicherer Beruf ist. Bleiben Pflegekräfte, wenn sie denn in den Beruf gehen, bleiben sie ihrem Beruf treu oder sehen sie sich schnell nach etwas anderem um? Also dazu haben wir gemeinsam mit dem Institut für Berufsforschung von der Bundesagentur für Arbeit für Nordrhein-Westfalen jetzt gerade eine breite Studie vorgenommen. Und wir sehen keine Hinweise auf einen frühzeitigen Berufsausstieg. Der ist entweder innerhalb der Ausbildung, weil man sagt, ich habe mich vertan, oder weil der Träger der Ausbildung sagt, ich glaube, du hast dich vertan. Da haben wir Abbrüche. Wir haben ansonsten nochmal Abbrüche im ersten Jahr nach der Ausbildung. Kann aber auch viel Familiengründungsphase sein. Leute, die seit 5 Jahren im Beruf sind, bleiben überwiegend berufstreu. Sie bleiben auch ortstreu. In Nordrhein-Westfalen ist die durchschnittliche Pflegekraft seit 18 Jahren schon in ihrem Beruf. Ich sage ganz herzlichen Dank für die Information.